Ja. Und schneller. Yeehaw. Er kommt kaum hinterher. Oh. Er war nicht schnell genug. Oh, da bin ich zu spät gesprungen. Bleiben da. Ah. Gegner müssen wir ja nicht mitnehmen. Du auch. Einmal hier runter. Ach. So. Na, das wollte ich jetzt so nicht, verdammt. Na, wie gesagt, mit der Störung muss ich erst wirklich richtig klarkommen. Ja. So, jetzt aber. Ja, eine Stolperkante. Da war ich bin aber nicht. Da ist ein Gegner. Opala, und den nehmen wir natürlich mit. Ui, einmal runtergleiten. Iha, lalalala. Einen Turbo-Schub können wir hier in Anfangslevel ja noch relativ häufig einsetzen. Wir kriegen ja hier relativ viele Ringe. Schneller und durch. Ah. 3,5 Minuten haben wir für dieses Level gebraucht. Perfekt Bonus. Und wir an S-Rang. So läuft's doch. Sehr gut. Finde ich schön. Jetzt kommt noch mal ein kleines Video, wenn ich mich nicht irre. Ja. Tails ist befreit wieder. Danke, Sonic. Ich dachte schon, das war's. Körperlos in endloser Dunkelheit schweben. Ich werde wochenlang Albträume haben. Erst noch nichts am Überlegen. Täusche ich mich oder kommt mir dieser Ort irgendwie bekannt vor? Ich weiß nicht. Sieht aus, als hätte man alles Leben und alle Farben herausgelöscht. Sehr merkwürdig. Nicht merkwürdiger als Flaschengeister aus magischen Büchern oder Aliens aus Vergnügungsparks zu retten. Ich mache mir eher Sorgen um unsere Freunde. Hey Sonic, ich habe dort drüben in der Ferne etwas gesehen. Gebäude oder so, aber sie sahen komisch aus. Das sollten wir uns mal genauer ansehen. Bin gleich wieder da. Wow, das ging ja wirklich schneller als schnell. Ich dachte, du wärst schon weg. Ja, der kann nicht reden. Schade eigentlich. Aber jetzt wissen wir unser nächstes Ziel. Green Hill, aber somit befreit, glaube ich zumindest. Nun kannst du zwischen den beiden Sonics wechseln. Drücke Y, um die Sonics zu wechseln und erkunde die Welt mit beiden. So. Das haben wir ja. Jetzt hier ist die nächste Welt. Wo kommen wir denn hier hin, wenn wir... Okay. Hier kommen wir anscheinend noch nicht weiter. Aber wieder runter. 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 Noch weiter, okay. Ja, so. Ja, genau. Hier hin müssen wir. Wir machen das mit dem anderen Sonic mal. Mit dem hier. Über Akte. Wechsel die Sonics, ehe du Level-Tor betrittst, um entweder Akt 1 oder Akt 2 zu spielen. Akt 1 ist ein klassischer Side-Scroll mit einfacher Classic-Sonic-Steuerung. Ja, das ist wirklich einfach. In den Levels von Akt 2 wechselst du zwischen 2D-Side-Scroll und 3D-Vorwärtssicht und erlebst rasantes Plattformer-Gameplay. Du musst Akt 1
und 2 nicht der Reihe nach spielen. Akt 1 ist jedoch einfacher. Schieße einen Akt ab, um zum nächsten Level zu gelangen. Der Weg wird funkeln, bis das Level abgeschlossen ist. Ja. Wir werden aber auf jeden Fall immer Akt 1 und Akt 2 spielen. So wirklich erstmal mit den einfachen und dann mit dem schweren Sonic. So kann man es natürlich auch ausdrücken. Das bewegt sich rein gar nicht. Okay. Na, komm hoch. So. Ui. Ja. Mein Gott. Wo geht's hier runter? Okay. Ja, sieht ja schon sehr geil aus. Ah, man kann ja gar nicht erkennen wirklich, was hier alles Gegner sind. Stirb ab. So. Gib mir den Ring her. Ich brauche Ringe. 700. Ah, es ruckelt. Nein, das ist nicht gut. Aha, die FPS ging gerade aber mächtig in die Brüche. Okay, das meinte. Ja. Wow, das war Glück. Das Ding ist ja... Hat's ja auf uns abgesehen. So. So, jetzt aber hoch. Mein Gott. Ja. So, darunter. Komm, los. Schneller, Sonic. Und wir hier durch. Ui. Nein. Ich wollte unten die Ringe noch mitnehmen. Die hier. So, jetzt. Jetzt geht's hier runter. Dann hier. Ja, noch sind die Level ja eigentlich relativ einfach in der Übersicht. Ach, ich bin unter Wasser. Okay. Ich brauche Luft. Oh, das war rechtzeitig. Oh, hab ich ein Glück, ey. Ja, scheiß. Okay, dann müssen wir Anlauf nehmen. Und hoch. So. Das sollte... Oh, ja, da haben wir es auch schon. Und? Ja, Sonic. Tschö. Und wir kriegen wir den B-Rang. Perfekt Bonus. Ah. Okay. Diesmal nicht den S-Rang, aber naja. Wir sind ja noch relativ gut dabei. Ich muss kurz die Aufnahme unterbrechen. So, nach fast einem 2-stündigen Telefonat hat es ein bisschen jetzt gedauert. Aber sonst jetzt nicht weiter stören. Jetzt geht's hier wie gesagt weiter. Und hier die kleine Message. Ein roter Sternenring. Deine Objektsammlung wächst durch rote Sternenringe. Gehe links zum Sammlungsraum, um deine neuen Objekte zu sehen. Oder anzusehen, so. Illustration 001 erhalten. So, jetzt setzen wir mal auf Sonic. Den nenne ich hier Sonic und den anderen nenne ich Jung Sonic jetzt einfach mal. Mit dem haben wir ja noch nicht richtig gezockt. Da können wir wechseln. So, einmal hier rein. Beweg dich mit LB oder RB schnell nach links oder rechts. Das habe ich auch für irgendwie die Tasten drin gelesen. Wenn ich jetzt wissen, wie er geht. Ja,
keine Ahnung.